eine Subvention ausgereicht hat und nicht einmal mehr, dass die Vergabestelle sich geirrt hat. Zum Subventionsbetrug gehört nur noch und ganz allein, dass der Täter täuscht. Also unrichtige Angaben macht oder die Behörde über subventionserhebliche Tatsachen nicht unterrichtet. Der Subventionsbetrug, und das wollte ich damit illustrieren, ist kein Erfolgsdelikt. Er gehört zu den Gefährdungsdelikten, bei denen bereits ein riskantes Verhalten für sich allein unter Strafe gestellt ist. Dabei unterscheiden wir konkrete und abstrakte Gefährdungsdelikte. Bei den konkreten muss immerhin noch ein Erfolg eingetreten sein, eine konkret feststellbare Gefahr nämlich für andere. So ist das zum Beispiel bei den Straßenverkehrsdelikten. Selbst Todsünden wie verbotenes Überholen sind ja nur strafbar, wenn dadurch jemand gefährdet wurde. Ansonsten bleiben es Ordnungswidrigkeiten. Ich auf die abstrakten Gefährdungsdelikte eingehe, muss ich noch einschieben und anmerken, dass im modernen Wirtschaftsstrafrecht die zentralen Tatbestände Betrug und Untreue von der Rechtsprechung tiefgreifend umgestaltet worden sind. Es sind ja eigentlich Erfolgsdelikte, Vermögensschaden, aber die Rechtsprechung hat aus diesen Erfolgsdelikten Gefährdungsdelikte gemacht. Der Vermögensschaden ist nämlich nicht erst dann eingetreten, wenn das Geld weg ist. Schon die Gefahr, es zu verlieren, genügt. Nehmen wir an, dass die Geschäftsleitung einer Bank einem ausgesprochenen Wackelkandidaten einen Kredit zusagt, obwohl das mit den entsprechenden Richtlinien nicht vereinbar ist und obwohl die Gefahr des Ausfalls dieses Kredits inakzeptabel hoch ist. Dann war das eine pflichtwidrige Entscheidung und diese pflichtwidrige Entscheidung führt zu einer Vermögensgefährdung, die dem Schaden, dem Loch in der Kasse, gleichsteht. Die Geschäftsleitung hat bereits mit ihrer pflichtwidrigen und übermäßig riskanten Entscheidung eine Untreue begangen. Mag der Kredit auch noch gar nicht ausgezahlt sein oder etwa später notleidend geworden sein oder noch später ganz ausgefallen sein. Darauf kommt es gar nicht mehr an. Bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung ist durch diese übermäßig riskante Entscheidung das Risiko des Vermögensschadens entstanden und das wird dem effektiv eingetretenen Schaden gleichgestellt. Nun also zurück zu den abstrakten Gefährdungsdelikten. Sie heißen so, weil sie davon absehen, nach einer Gefährdungslage überhaupt zu fragen. Der Gesetzgeber hält ein bestimmtes Verhalten ganz generell für gefährlich und stellt es unter Strafe. Mit dem Einwand, ja, aber es konnte doch gar nichts passieren, wird man nicht gehört, weil der Gesetzgeber dekretiert hat, es könne eben immer was passieren. Beispiele für solche abstrakten Gefährdungsdelikte sind Fahren unter Alkoholeinfluss, falsche Aussagen vor Gericht. Die Strafbarkeit wird also auf diese Weise sehr, sehr weit vorverlagert. Das reine Verhalten ist strafbar, es kommt auf Erfolge irgendeiner Art überhaupt nicht an. Der Gesetzgeber betreibt energischen Vorfeldschutz. Und er macht es im Wirtschaftsstrafrecht immer häufiger. Delikte dieses Typs sind nicht so leicht zu legitimieren. Kommen wir zurück zum Subventionsbetrug. Mit dem Subventionsbetrug wird nicht mehr eindeutig und unmittelbar das Vermögen geschützt. Der Begriff des Schadens ist ja aus dem Tatbestand verschwunden, nur noch ein virtueller Bezugspunkt im Hintergrund. Das Rechtsgut des Subventionsbetrugs, also das Interesse, das dahinter steckt, das Schützenswerte, das Rechtsgut ist, wie es die überwiegende Ansicht formuliert, die Institution der Subvention als ein wichtiges Instrument staatlicher Wirtschaftslenkung und die mit ihr verfolgten wirtschaftspolitischen Zielsetzungen als solche. Es war ein Zitat und deswegen so typisch juristisch ein bisschen verklausuliert mit vielen Substantiven. Aber bitte, ein Rechtsgut ist das schon auch, Funktion, Institution, Instrument, Wirtschaftslenkung. Aber sein wenig vitales Rechtsgut, ganz anders als Leben, Gesundheit, Freiheit, sein höchst artifizielles, von geradezu postmoderner Künstlichkeit. Die Denkfigur des Rechtsguts war ursprünglich dazu ausersehen, den Eingriff des Staates zu limitieren und Strafgesetze, die kein Rechtsgut schützen, als illegitim zu diskreditieren. Inzwischen ist es so weit gekommen, dass sich die Institution Rechtsgut eher dazu eignet, alles zu legitimieren. Aus einem Instrument zur gesellschaftlichen Kontrolle des strafenden Staates ist eine Lizenz zur strafrechtlichen Kontrolle der Gesellschaft geworden.
Darüber möchte ich hier gar nicht weiter lamentieren. Das moderne Strafrecht muss sicherlich auch Institutionen, politische Instrumente, wirtschaftliche Funktionen schützen. Es hat in der Tat etwas übernommen, was es früher nicht gab. Im Wirtschaftsstrafrecht finden wir mehr und mehr Lenkungs- und Steuerungsfunktionen im Strafrecht, nicht im Wirtschaftsrecht, wo sie eigentlich hingehören. Eine Anmerkung noch zum Rechtsgut. Mit den individuellen Rechtsgütern, also Vermögen etc., verschwinden natürlich auch die Opfer. Niemand mehr da, der geschädigt wäre. Die Opfer werden anonym. Letztlich ist es immer nur der Staat oder die Wirtschaftsgesellschaft. Der Täter verschwindet übrigens auch, aber dazu später. Dass es solche opferlosen Delikte mehr und mehr gibt, das macht es dem Täter leichter und seine Tat eigentlich nur noch schlimmer. Sie müssen bedenken, niemand mehr da, kein konkret Betroffener, der bereit wäre, als Geschädigter eine Anzeige zu erstatten. Andererseits, der Fall des Subventionsbetrugs gibt zu denken. Der Staat bekämpft nämlich hier eine Kriminalität, die er selbst erst möglich gemacht hat und zu der er sogar den Anreiz geliefert hat. Wo es Geld umsonst gibt, klar, versuchen die Leute es zu ergattern und eben auch zu ergaunern. Subventionsbetrug kann man am besten dadurch verhindern, dass man die Subventionen abschafft. Ein unseriöses Argument, meinen Sie? Genauso gut könnte man sagen, naja, wenn es kein Eigentum mehr gäbe, dann würde auch niemand mehr Diebstahl begehen. Das stimmt, aber der Unterschied ist immerhin, dass das Eigentum zu den Grundwerten unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zählt. Von den Subventionen kann man das wirklich nicht behaupten. Sie sind ja nicht die Lösung eines Problems, sondern das stillschweigende Eingeständnis, dass man ein bestimmtes Problem nicht lösen kann, verbunden mit dem Versuch, diese Unfähigkeit zu kaschieren und die davon Betroffenen mit Geldmitteln ruhigzustellen. Das sind Subventionen. Noch hat uns der gleiche Staat, der die irrsinnig hohen Schäden beklagt, die durch Subventionsbetrug gegenüber der EG entstehen, den Irrsinn der Agrarsubventionen nicht erklären können. Es bleibt dabei, als der Straftatbestand des Subventionsbetruges geschaffen wurde, da ist der Staat sein eigener Lobbyist gewesen. Apropos Lobby, Opfer, Schaden. Beim Ausschreibungsbetrug, über dessen Schadensproblem wir ja schon kurz gesprochen haben, Flughafenbeispiel, ist der Staat tatsächlich ein Opfer, das sich selbst nur schwer schützen kann und strafrechtlichen Schutz ebenso nötig wie verdient hat, zugegeben. Den Sondertatbestand Ausschreibungsbetrug hat es bei der ersten Welle der Reform auch schon als fertigen Entwurf gegeben. Er ist damals allerdings in der Schublade geblieben, eingeführt schließlich 1998, und es heißt, dafür habe eine gewisse Lobby in einem gewissen Ministerium gesorgt. Ein letztes noch zu diesen Zusammenhängen. Die Banken hatten die noch bessere Lobby. Jedenfalls ist mit dem Subventionsbetrug auch der Kreditbetrug ins Strafgesetzbuch gekommen. Ich habe darüber schon anfangs gesprochen. Eine Vorschrift, die auch nicht mehr verlangt, als dass einer unrichtige Angaben gegenüber dem Kreditgeber macht. Anders, so wurde damals geklagt, könne man sich vor den raffinierten Machenschaften einer betrügerischen Kundschaft gar nicht mehr schützen. Das Merkwürdige ist nur, dass diese so lautstark geforderte Vorschrift so gar keine praktische Bedeutung hat. Wenn es mal zwei Verurteilungen im Jahr gibt, ist schon viel. Die wäre ja leicht zu handhaben und leicht zu beweisen. Die Banken müssten nur noch bemerken, dass sie getäuscht worden sind und dann eine Anzeige machen. Merken sie nicht, wie dubios manche Kreditanträge sind? Na, oder ist es vielleicht so, dass sie es durchaus realisieren und damit rechnen, zwar im doppelten Sinne, sie nehmen es in Kauf und kalkulieren den potenziellen Gewinn ebenso ein wie das Risiko, einen Ausfall zu erleiden. Und nebenbei, keine Bank gibt gerne zu, dass sie getäuscht worden ist, sich hat täuschen lassen und erstattet deshalb auch keine Anzeige. Und deshalb ist diese Vorschrift praktisch, ich sagte es, fast ohne Bedeutung. Also mit diesen kritischen Bemerkungen zu den Hintergründen eines energischen Vorfeldschutzes mit strafrechtlichen Mitteln soll es nun mal sein Bewenden haben. Wir müssen noch darüber sprechen, wie diese Gefährdungsdelikte eigentlich funktionieren und welche Probleme es dabei gibt. Das klassische Erfolgsstrafrecht, so haben wir es am sprichwörtlichen Beispiel des Kindes gesehen, das in den Brunnen gefallen ist, kommt immer zu spät. Das kann man vom modernen Wirtschaftsstrafrecht mit seinen Gefährdungsdelikten nicht mehr sagen. Sie bestrafen bereits das gefährliche Verhalten. Das ist bei den besprochenen Tatbeständen, die im Vorfeld des Betruges liegen,
Ausschreibungsbetrug, Subventionsbetrug, Kreditbetrug. Die Täuschungshandlung. Jede unrichtige Angabe birgt die Gefahr, dass der Adressat sich schädigen und zum Opfer werden könnte. Greift dieses Strafrecht nun vielleicht statt zu spät zu früh? Damit beginnen nämlich die Probleme. Strapazieren wir noch einmal das Brunnenbeispiel und nehmen wir an, der Gesetzgeber würde zum besseren Schutz von Kindern unter Strafe stellen, dass jemand mit einem Kind in der Nähe eines Brunnens spazieren geht. Die rebellierenden Eltern sprechen von übertriebener Gängelei, würden ja schließlich aufpassen. Und der Gesetzgeber hält dagegen, das sei eben nicht immer so und man müsse jedes Restrisiko ausschließen. Das erste Problem der Gefährdungsdelikte ist also, wie dieses Beispiel zeigen sollte, dass man tendenziell zu viele Verhaltensweisen unter Strafe stellt, nur weil sie riskant sind oder riskant werden könnten. Das zweite Problem ist, dass man im Wirtschaftsstrafrecht ein Verhalten nicht allein deshalb bei Strafe verbieten kann, weil es riskant ist. Während es natürlich nicht zwingend zu einer erfolgreichen Erziehung gehört, dass man Kinder auf dem Brunnenrand balancieren lässt, zeichnet sich der erfolgreiche Manager gerade dadurch aus, dass er sich im Grenzbereich bewegt, ein hohes Risiko geht und es meistert, hoffentlich. Wo liegen die Grenzen zum strafwürdigen Hasardspiel? Kommen wir darauf zurück. Das dritte Problem besteht darin, dass der Gesetzgeber verfassungsrechtlich verpflichtet ist, die Grenze zwischen erlaubt und verboten eindeutig festzulegen und für alle Fälle im Voraus zu kennzeichnen. Dazu gibt es eine Grundregel des Strafrechts in uraltlateinischer Formulierung, nulla poena sine lege, es ist das Gesetzlichkeitsprinzip. Und das Gesetzlichkeitsprinzip hat vier Ausprägungen. Strafrecht darf sich nicht auf Gewohnheitsrecht stützen, das muss in einem geschriebenen Gesetz stehen, das interessiert uns heute nicht mehr so sehr. Zum Zweiten, dem Strafrichter ist es verboten, in einem nicht geregelten Fall Strafe mit der Begründung zu verhängen, dass der Fall einem geregelten sehr ähnlich sei. Das ist das Analogieverbot. Der Richter muss sich an das Gesetz halten. Drittens, der Gesetzgeber darf Strafgesetze nicht rückwirkend erlassen. Man soll nicht unter dem Eindruck gerade geschehener Fälle rückwirkend Strafbarkeit schaffen. Übles historisches Beispiel, die Änderung der Vorschriften nach dem Reichstagsbrand zu NS-Zeiten. Und viertens, der Punkt, der uns jetzt am meisten interessiert, der Gesetzgeber muss seine Strafgesetze so bestimmt wie möglich ausgestalten.